Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal. Mein Name ist Inga Wingirova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Ich arbeite als psychologische Beraterin und mache auch vedische Beratungen, vedische astrologische Beratungen, numerologische Beratungen und gebe auch mein Wissen an andere Menschen weiter, die daran interessiert sind. Und in diesem Video sprechen wir über heilende Fähigkeiten eines Menschen. Wir leben in einer interessanten Zeit. Viele Menschen wollen etwas Sinnvolleres machen in ihrem Leben. Bei vielen Menschen öffnen sich neue Talente, neue Gaben, neue Fähigkeiten. Und manche Menschen suchen sich noch selbst. Ja, sie suchen noch nach eigenen Talenten, können diese vielleicht noch nicht spüren. Tatsächlich ist es oft so, dass die meisten Menschen entdecken sehr viele Talente und Fähigkeiten und Gaben erst nach dem 40. Lebensjahr, weil vorher sind meistens andere Themen wichtig, oft Familie, Kinder, Karriere und so weiter. Und in diesem Video erkläre ich, wie man sogar aus dem Geburtsdatum heilende Fähigkeiten rauslesen kann. Und wir fangen an. Wir fangen an mit der Zahl 6. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel am 6. Juni geboren ist, hat dieser Mensch schon zwei Sechser. Die Zahl 6 sagt, dieser Mensch hat schon heilende Fähigkeiten. Und die kommen aus dem Ahnenwissen, das heißt, dieser Mensch hat diese Erfahrungen schon in sich, beziehungsweise dieser Mensch kann zu diesen Erfahrungen greifen. Er hat einen Zugang zu einem Heilerwissen. Das sind Wurzeln von diesem Mensch, Ahnen waren Heiler. Früher gab es sehr viele Menschen, die sich mit Kräutern auskannten, die auch gute Ärzte waren, also Heiler tatsächlich. Und dieser Mensch hat den Zugang. Auch natürlich, wenn ein Mensch zum Beispiel am 15. geboren ist, 1 plus 5 ist auch ein 6. Auch dieser Mensch hat heilende Fähigkeiten. Oder wenn das Geburtstagjahr, wenn wir alle Zahlen addieren, zum Beispiel 2004, 2 plus 0 plus 0 plus 4 ergibt auch eine 6. Zu diesen heilenden Talenten von dieser Zahl, von dieser Energie, Zahlen sind nur eine Energie. Die Zahlen selbst sind nur ein Symbol für diese Energie. Menschen mit 6 haben ihre heilende Fähigkeiten in den Händen, das heißt, das sind Kanäle, die geöffnet sind. Wenn dieser Mensch jemanden umarmt, kann dieser Mensch heilen, kann dieser Mensch beim anderen Menschen einen Heilerkanal aktivieren. Wenn dieser Mensch energetisch arbeitet und seine Hände auf eine schmerzliche Stelle auflegt oder einen Menschen massiert, kann dieser Mensch heilen. Die Kraft fließt aus den Händen heraus. Da sind heile Kanäle drinnen. Natürlich gibt es viele Menschen, die mit dieser Zahl 6 mit dem Körper arbeiten. Da, wo der Kontakt mit den Händen möglich ist, Massagen, andere Heilpraktika, energetisch, da sind auch energetische Kanäle. Und wenn du diese Zahl in dir hast, in deinem Geburtsdatum, in dir, das stimmt ja auch, die Energie, dann umarme deine Menschen, die du magst. Das wird diesen Menschen auch sehr viel Energie bringen, Lebensenergie. Besonders interessant ist hier, das Geburtsjahr 1966. Diese Menschen haben eine doppelte Sechser in sich, aber
Dadurch, dass das sehr große Heilerkraft ist, haben diese Menschen oft Blockaden, um diese Kraft zu aktivieren. Entweder glauben sie das nicht oder die machen immer irgendwas anderes, statt diese heilende Energie zu aktivieren. Menschen, die 1966 geboren, haben das allgemein nicht so leicht im Leben, obwohl sie begabt sind, obwohl sie begnadet sind mit dieser heilenden Energie. Diese Menschen brauchen oft einen Schub von außen. Es muss was passieren, dass dieser Mensch an seine heilende Fähigkeit dann draufkommt. Oder dass die anderen Menschen sagen, wow, du hast mich umarmt und mir geht's besser. Oder du hast deine Hand aufgelegt und es geht mir besser. Und diese Menschen, wenn sie ihre Fähigkeiten entdecken, dann sind das auch begnadete Heiler. Tatsächlich, wenn man so Statistiken schaut, oder ich kenne selber einige Heilpraktiker, die 1966 geboren sind, sind richtig, richtig begabte Heiler. Das Gleiche betrifft Menschen, die 1986 geboren sind. Dadurch, dass die 8 eine sehr starke Energie ist, blockiert diese starke Energie die sanftere Energie von der Zahl 6. Diese Menschen brauchen oft auch längere Zeit, um an ihre fallende Fähigkeiten zu kommen. Erst ab 40, ab 45 entdecken sie auf einmal ihr heiler Talent. Eine andere Richtung, die Menschen mit der Zahl 6 im Geburtsdatum manchmal einschlagen können, bevor sie zu Heiler werden, ist Kreativität. Sehr viele Musiker, sehr viele Maler haben die Zahl 6. Diese Menschen haben ein Gespür für die Ästhetik. Also das sind Menschen auch, die am 6., am 15., am 24. geboren sind, dann natürlich im Juni. Dann, wenn das Jahr zu einer Sechser wird in der Summe. Das heißt, in früheren Jahren sind das Kinder, die malen, die musizieren, die ein Musikinstrument gerne spielen, sich mit ästhetischen Dingen beschäftigen, basteln. Später, ab 45 oder manchmal mit 50, entdecken sie ihre heilende Kanäle. Und manche bleiben in der kreativen Branche, aber als Heiler. Heilen durch die Musik, durch Trommeln zum Beispiel, durch Malen. Andere gehen wirklich in die rein heilende Richtung. Die Zahl 4 ist auch eine Zahl, die auf heilende Fähigkeiten hindeutet. Die Zahl 4 ist eine Körperzahl, Körperebene. Diese Menschen arbeiten auf der körperlichen Ebene, sind oft wie normale Ärzte. Aber diese Menschen wollen retten im guten Sinne, die wollen einen Menschen wieder gesund herstellen, zum Beispiel nach einem Unfall, nach einem Traumata, wenn irgendwas passiert, wenn der Körper zerfleischt ist durch einen Unfall oder vielleicht ist ein Raubtier einen Menschen überfallen. Da sind diese Menschen richtig. Da sind Menschen, die als Notärzte arbeiten, Menschen, die Leben retten. Das sind Retter, die Menschen ein neues Leben schenken wollen. Diese Menschen arbeiten oft auch mit Drogenabhängigen, weil sie Menschen zurück ins Leben holen. Das ist auch so eine Berufung für diese Menschen. Das heißt, wenn Menschen eine 4 am 4. geboren, im April geboren, wenn das Geburtsjahr 2002 zum Beispiel ist, wenn das Geburtsjahr in der Summe eine 4 ergibt. 4 heißt, ich arbeite mit dem Körper und ich mache den Körper wieder komplett heiler. Und diese Menschen arbeiten sehr gern mit Menschen und später, wenn sie älter werden, wenn sie 55, 60 werden, geben Sie dieses Wissen an andere Menschen weiter. Die Zahl 2. Die Zahl 2 gehört zum Element Wasser.
Das sind sehr sanfte Energien, sehr feinfühlige Menschen, Menschen, die zum Beispiel am 2. geboren sind, am 20. geboren sind, Menschen, die im Februar geboren sind, Menschen, die 2000 geboren sind und andere, wenn ein Geburtsjahr zum Beispiel in der Summe eine 2 ergibt. Diese Menschen arbeiten oft mit visuellen Mitteln, mit Karten im Sinne, es gibt Karten, die einen Gesundheitszustand eines Menschen darstellen. Oder die arbeiten im Bereich vom heilenden Malen. Auch sind natürlich gute Psychologen, die manchmal mit Bildern arbeiten, mit Farben arbeiten, Farbtherapien, Maltherapien. Wenn dieser Mensch auch noch eine 7 irgendwo hat, 7 bedeutet Seele, dann ist das ein begnadeter Psychotherapeut, ein Mensch, der sich der in die Tiefe einer Seele reingehen kann. Ich bin am 20.07. zum Beispiel geboren. Und diese Menschen haben das und schon als Kinder haben diese Menschen ein super Verständnis, wie die Psyche eines Menschen funktioniert und diese Menschen zeigen auch Interesse für die Psychologie, für das seelische Leben eines Menschen. Die nächste Ebene, Heilerebene, sind Zahlen 7, 8 oder 9. Es geht Richtung strategisches Denken. Das ist dann die Arbeit mit Unterbewusstsein. Natürlich gehört dazu Hypnose. Arbeit mit den versteckten Mustern. Da muss man strategisch mit den Kunden umgehen, strategisch verstehen, die ganzen Zusammenhänge verstehen. Menschen, die Zahlen 7, 5 und 2 in ihrem Geburtsdatum haben, beschäftigen sich oft mit Heilkräutern. Diese Gabe kann sich eher nach dem 45. Lebensjahr zeigen. Zum Beispiel bist du am 7. Februar 2003 geboren. Dann hast du diese Zahlen 7, 2, 5. Dann kann sein, dass dir ein Wissen sich öffnet, dass du plötzlich spüren kannst, welches Heilkraut für jemanden gut ist. Schau, dass du diese Gabe aktivierst. Probier das. Menschen, die eine 8 im Geburtsdatum haben, zum Beispiel ein Mensch, der am 8.8. geboren ist. Diese Menschen haben eine sehr feinfühlige Gabe, aber auch grenzend an der Hellsichtigkeit. Diese Menschen müssen nicht unbedingt was sehen. Sehen tun meistens Menschen, die eine 2er in sich, in dem Geburtsdatum haben. Diese Menschen spüren Dinge. Die nehmen energetisch wahr. Die nehmen Dinge mit ihrer Haut energetisch. Die Energie. Es ist kalt, es ist warm. Sie nehmen etwas wahr. Und natürlich können diese Menschen auch Krankheiten wahrnehmen. Oder energetische Defizite wahrnehmen bei einem Menschen. Das ist eine besondere Gabe, die öffnet sich auch oft nach dem 45. Lebensjahr. Menschen, die eine 9er in ihrem Geburtsdatum haben, zum Beispiel Menschen, die im September geboren sind, sind angeborene Heiler. Zum Beispiel ein Mensch, der am 9.9. geboren ist, ist ein Heiler. Oft bleibt diese Gabe nicht entdeckt, aber diese Menschen haben eine Weisheit als Heiler in sich. Die können zu diesem Wissen greifen, die haben einen Zugang zu diesem Wissen. Und das sind Menschen, die dieses Wissen aktivieren, praktizieren und dann, die können eigentlich auf jedem Niveau arbeiten als Heiler. Das kennt man
Oft sind das meistens Psychologen, besonders wenn eine 7 und noch vielleicht eine 2 dabei sind. Psychologen, die später dann ihr Wissen als Kurse weitergeben. Diese Menschen mit diesen 9, das bedeutet, dass diese Menschen schon eine heilende Kraft auf dem höheren Niveau haben. Menschen, die dann eigene Erfahrungen sammeln, erst mit einzelnen Menschen arbeiten, ihr Wissen noch mehr aktivieren und später selber das Ganze leiten, so dass sie das Wissen weitergeben und selber in der Planung, Organisation da sind und auch unterrichten, also Kurse, Gruppen, Online-Kurse und so weiter. Ich habe eine 9er, auch in meinem Geburtsdatum, und ich arbeite als Psychologin und auch auf einem Niveau, wo ich sehr viel in die Tiefe gehe und viel an die Ursachen gehe. Das heißt, wie wir sehen, jeder Mensch hat eine heilende Energie in sich. Warum? Weil wir Teile von dieser uns erschaffenden Energie sind. Die göttliche Energie ist heilend. Ja, es gibt Wunderheilungen. Und wir sind ein Teil von dieser Energie. Das heißt, jeder Mensch kann theoretisch heilen. Diese Gabe muss erkannt werden, aktiviert werden. Natürlich haben manche Menschen mehr Zugang zu diesen Kanälen, zu dieser Energie, andere weniger. Für manche Menschen ist das einfacher, diese Kanäle anzuzapfen, so gesagt, und aktivieren. Für andere ist das so weit weg, dass sie nie damit anfangen. Und natürlich muss nicht jeder Mensch, der diese Gabe hat, als Heiler arbeiten. Natürlich nicht. Die freie Entscheidung bleibt immer noch natürlich da. Ein Mensch kann sich immer noch entscheiden. Okay, ich habe vielleicht diese Gabe, aber irgendwie liegt es mir nicht, als Heiler hier zu arbeiten. Vielleicht kommt es später, wir wissen das nicht. Beobachte dich, und es kann sein, dass diese Gabe sich später als ein wunderbares Erlebnis, Ereignis dir offenbart, so gesagt, in deinem Leben. Vielleicht kommt jemand, und diesen jemand kannst du dann heilen durch die Worte, durch deine Hände, durch deine Umarmung. Ja, noch was Wichtiges. Menschen, die eine 9er und eine 5er haben, können oft durch die Stimme heilen. Durch die Stimme, durch den Gesang, durch ein heilendes Singen zum Beispiel. Auch Menschen, die eine 8 und 5 haben, haben diese Gabe. Wenn sie Vorträge halten, können sie Menschen heilen. Okay. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video. Deine Inga.